Irgendwann um 1200 nach Christus sah die Welt im Nebel der Geschichte das kleine Flämmchen eines neuen Volkes in den Bergen der Anden erscheinen. Aus der kleinen Flamme entwickelte sich ein Flächenbrand, der den ganzen Andinenwesten des südamerikanischen Kontinents in einem Reich vereinigen sollte, das Reich der Inka. Und der Inka Pachacuti erhob sich, um im Namen Intis, des Sonnengottes, die angrenzenden Völker zu unterwerfen. Der Inka erwählte Cusco, den Nabel der Welt, zum Zentrum seines Reiches. Von hier aus teilte er das Imperium in vier heilige Bezirke, die Suyos, auf. Auch für uns war Cusco immer wieder der Ausgangspunkt unserer Reisen. Von hier aus zogen wir in alle Suyos, um das Erbe dieses mächtigen Volkes und das heutige Peru zu suchen. Unsere Wege waren lang, anstrengend, abseits der großen Routen und oft nicht ungefährlich. Aber unsere Wege waren auch immer lohnend, faszinierend und voller abenteuerlicher Erlebnisse. Nach 4 Jahren abenteuerlicher Reisen waren wir am Ziel. Wir konnten die Teile eines Puzzles zusammensetzen zu einem stimmigen und interessanten Gesamtbild über Peru, das Erbe der Inka.